Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Indie-Projekt hier bei Creepy Games. Ihr seht hier Dollhouse. Kann man sich, glaube ich, bei itch.io auch kostenlos runterladen. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, um was es geht. Es ist schon eine Weile her, wo ich es mir gedownloadet habe. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt mal rein und wir lassen uns überraschen, was denn für eine Story uns erwartet. Ich weiß, es geht um wieder um irgendein verlassenes Haus. Und keine Ahnung, was hier abgeht. Okay. Bewegen ist eigentlich auch nicht sonderlich schwer. Okay, man kann wieder alles Mögliche öffnen. Closed, open. Okay, Licht ein- und ausschalten. Ist jetzt die Story, die Steuerung relativ vertraut. So, was haben wir hier? Nichts mehr. Mal wieder zumachen. Auch noch mal eine ganze Menge, aber exame. Okay, so, ich habe wieder meinen Übersetzer hier, wie ihr es gewohnt seid, wenn ihr die letzten Videos verfolgt habt, und ich finde, das Übersetzen klappt ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Mal schauen, ob es hier auch klappt. Okay, hey, ich habe ein verlassenes Haus im Wald gefunden. Es stinkt ein bisschen, aber ich bin mir sicher, dass es so oder so, das, was, das ist so oder so nicht viel Spaß macht. Schauen wir mal vorbei, vielleicht sind noch Wertsachen drin. Ich schicke dir meine Koordinaten, wenn ich drin bin. Bring auch deine eigene Taschenlampe mit. Okay, es geht also um ein verlassenes Haus, wo jemand entdeckt hat und der das Haus inspizieren möchte, um eventuell an Wertsachen zu kommen. Okay, ich vermute mal, dass das das Haus ist, wo wir jetzt gerade uns befinden. Und so verlassen sieht es ehrlich gesagt gar nicht aus. Okay. Direkt mal einen Schlüssel gefunden. Sehr schön. So muss das sein. Pizzakartons dürfen auch nicht fehlen. Lecker Pizza. Gibt doch nichts Schöneres. Exame. Okay, ich mache das später sauber. Gucken wir mal in den Kühlschrank rein, was es hier so gibt. Scheint sehr viel Alkohol zu geben. Ein bisschen Milch. Apartment Key. Okay, scheint der richtige Schlüssel gewesen zu sein. Interessant. Okay, Badezimmer. Haben wir eine Taschenlampe? Wie sieht nicht so aus? Toilettenpapier. Also es ist eigentlich ein sehr aufgeräumtes Haus, muss ich sagen. Okay. Oh. Okay, hä? What the fuck? Was sollen wir jetzt auf dem Flur raus? Dann müssen wir ihn anders. Ah nee, das ist wahrscheinlich unser Haus. Das ist wahrscheinlich unser Haus und wir sind gerade auf dem Weg zu diesem verlassenen Gebäude. Könnte ich mir gut vorstellen. Ach ja. Sehr einladend, der Fahrstuhl, muss ich echt sagen. Sehr einladend. Was a cold bring my flashlight. Ich sollte eine Taschenlampe holen, oder wie? War das jetzt geplant oder haben wir die von vornherein vergessen? Das ist die Frage. So, ich schalte natürlich auch die Facecam ein, dass ihr mich auch sehen könnt. Wo soll denn die Taschenlampe liegen? Same. Hier ist definitiv keine Taschenlampe. Auch keine Taschenlampe. Closed. Open. Kann man sich ducken? Naja, ducken kann man sich. Okay. Hier ist ein Safe. Okay. Ansonsten kann ich ja hier nicht viel öffnen. Hier liegt halt keine.
keine Taschenlampe rum. Hier ist auch keine Taschenlampe. So aussieht. Ich muss halt. Aber man tut ja sowas auch nicht ins Bad reinmachen. Also ich würde meine Taschenlampe nicht im Bad verstecken, sondern irgendwo an der Computer platzieren vielleicht. Same. Kann man hier noch irgendwas einstellen? Nee. Man kann nur das lesen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Okay, interessant. Wie gesagt, kein Plan, wo die Taschenlampe sein soll. Cold, bring my flashlight. Was heißt denn das? Mann, oh Mann. Das kann doch nicht daran scheitern. Ich sollte meine Taschenlampe mitnehmen oder mitbringen. Ja, wo sollen die sein? Wo soll denn die Taschenlampe sein? Das ist die Frage. Ich hab doch schon alles abgesucht. Hier ist keine Taschenlampe. Sowas versteckt man ja mit Sicherheit auch nicht im Kühlschrank. Oder? Ich mir jetzt nicht vorstellen. Vielleicht auch gesagt, dass es irgendwo hier in einem Schrank oder so drin ist. Sieht auch nicht so aus. Kann ich ja nichts mehr öffnen. Hier ist auch keine Taschenlampe. Nur Besteck. Hier kann ich gar nichts öffnen. Nur Pizza. Da steht in dem Haus noch irgendwas. Hier vielleicht eine Taschenlampe rum. Ist nur ein riesen Fernseher. Irgendwas. Ne, check ich jetzt echt gerade nicht. Ich kann auch nur hier diese eine Schublade öffnen. Kann ich aber nicht viel machen. Eieiei, das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich scheitere schon an dem Spiel, allein die Taschenlampe zu finden. Na, da ist sie doch. Alter, meine Fresse. Okay. Nach gefühlt 10 Jahren mal hatte Creepy Games die Taschenlampe gefunden, dass das Spiel auch irgendwann mal losgehen kann. Aber gut. Ihr kennt ja meine Spielweise. Manchmal stehe ich extrem auf dem Schlauch. Hab keinen Plan, was hier eigentlich vor sich geht. Okay. So, Ladebildschirm. Wir fahren jetzt, wie es aussieht, zu diesem verlassenen Haus. Treffen da noch einen Kollegen, der uns begleitet. Da steht auch schon sein Auto. Vermute ich mal. Und ja, Story, wie ich finde, richtig cool bis jetzt. Gefällt mir. Könnte mir noch vorstellen, dass der Typ da gar nicht ist, sondern wahrscheinlich schon verschwunden ist. Okay. Also ich weiß, wie gesagt, nicht, ob er alleine ist. Vielleicht hat er auch noch Bekleidung dabei. Aber es steht halt, wie gesagt, nur ein Auto da. Okay, da hinten ist das Haus.
Alles klar. Bin ich doch mal sehr gespannt, was uns da drin erwartet. Wahrscheinlich sehr nette Hausbewohner, würde ich mal behaupten. Okay, warum ist das Licht jetzt ausgegangen? Macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Okay, wir haben es gefunden. Sieht sehr nett aus, muss ich sagen, auf den ersten Blick. Vielleicht mal ein Grill. Ah ne, das ist ein Trockner oder wie? Okay. Ist da hinten noch? Das ist unser Auto. So, das ist nur unser Auto, okay. Man sollte eigentlich das Licht ausmachen, wenn man ein Auto verlässt und um sich irgendwo hinzubegeben, weil es könnte sein, dass eventuell dann der Akku leer ist, wenn man wiederkommt. Aber gut, ich glaube mal, das ist unser geringstes Problem, würde ich mal behaupten. Wenn wir überhaupt noch lebend aus diesem Haus rauskommen. Aber es ist echt cool gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Okay. Also wir wissen ja, dass unser Freund sich hier eigentlich auch blicken lassen wollte und dass wir gemeinsam in das Haus gehen. Aber er ist natürlich unauffindbar. Mir schon fast gedacht, dass das so eine Story ist. Okay, man kann einfach rein. What the fuck? Okay. Coole Bilder auf jeden Fall. So mal sagen. Gibt's hier sowas wie Licht? Wahrscheinlich nicht. Open. Schon gemerkt, man kann ja nicht jede Schublade öffnen. Das sieht fast genauso aus wie unsere Wohnung. Jetzt mal das mal sagen darf. Ja, schon mal die Tür in die Fresse hauen, genau. Ganz wichtig. Was haben wir hier? Auch nichts öffnen. Was drin? Was sind das bitte für seltsame Gemälde an der Wand? Alter. Okay, das ist jetzt ein normales Bild. Na, immerhin. Okay, es ist verschlossen von der anderen Seite. Okay. Keine Ahnung, wo unser Typ oder unser Kollege steckt. Aber hier geht's auf jeden Fall schon mal direkt in den Keller. Da habe ich keinen Bock drauf, direkt am Anfang in den Keller zu gehen. Nee, nee, muss nicht sein. Arbeitszimmer vielleicht, sowas in der Art. Nicht? Also es sieht auf jeden Fall noch nicht so wahnsinnig runtergekommen aus. So, einfach mal nichts drin. Okay. Jetzt ist es noch verdächtig ruhig. Fällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Hier hin. Wohnzimmer oder was das sein soll. Open. Okay, wir lesen ganz kurz. Setzen. Ich hätte diese Tür nicht offen lassen sollen. Ich hätte es schließen oder abschließen sollen. Ich würde einen Fehler machen. Ich hoffe, ich konnte in dieser Zeit zurückgehen und ihr Lächeln noch einmal sehen. Ich hoffe. Kein Plan, wie er meint. Das sind wieder halbwegs normale Bilder an der Wand. Ach, schön. That's creepy, ja. Ach, echt? Gar nicht creepy, nein, nein, nein. Alles ganz normal. Da hängt sich sowas an die Wand, hier mal ohne Scheiß.
Wieder verschlossen von der anderen Seite. Schön. Ach ja. Natürlich. Kann ich das vergessen? Möchte natürlich jemand nicht, dass wir wieder rauskommen. Ja, hätte ich mir auch denken können. Hier geht's aber schon mal nicht weiter. Vielleicht noch rein schauen. So, a lot, ja. Eine Menge Bücher. Das ist klar. Da unten noch öffnen? Nee. Und dann geht's ja hier schon mal nicht weiter. Kann's ja eigentlich nur hier weitergehen. Also sprich halt unten im Keller. Ach ja, schön. So. Das heißt, ich muss einen Schlüssel finden. Na gut, Apartment Key haben wir ja schon gefunden. Das ist ja jetzt nicht schwer. Scheint's. Fuck. Sollte hier der Schlüssel sein. Hier oben noch irgendwas öffnen? Wie sieht's so aus? Schrank kann ich auch nicht öffnen. Hier gibt es so viele Möglichkeiten, Schlüssel zu verstecken. Ach so. Ist jetzt hier auf einmal Blut? Aha. Genau. Es geht sogar hoch. Ja, gehen wir doch mal hoch, ne? Warum denn nicht? So einem schönen Haus. Doch nichts Schöneres. Ach ja. Oh. Okay. Fuck. Hey, wir haben Kinderzimmer gefunden. Ich vermute mal ein Mädchenkinderzimmer, wenn hier Pferde sind. Irgendwas öffnen. 80. Na, 80. Okay. Immer das bedeutet. Ist wieder verschlossen von der anderen Seite. Ist noch ein Kinderzimmer. ...65. Schreib's mal auf, keine Ahnung, was das bedeutet. 80 und 65. Wie gesagt, kein Plan. Ich schätze aber mal, dass wir es noch benötigen werden. Aha. Jetzt kann man hier auf einmal lang. Was für ein Zufall. Wieder verschlossen.
Jetzt haben wir hier. Okay, wieder was zu lesen. Interessant. So, machen wir kurz das Bild. Und dann lesen wir mal den Text. Ich kann nicht glauben, dass es tatsächlich funktioniert hat. Ich habe es getan, aber irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Das erkenne ich an ihrem Gesichtsausdruck. Sie sind nicht gleich. Okay, die Geschwister sind nicht gleich. Okay. Ah. Okay, was war es? 80? 80? Nur 65 kann ja auch nicht sein. Na doch. Okay. Was doch der Boot? Sollte ich jetzt hier finden? So. Möchte ich wirklich da lang? Hä? Alter, was ist das bitte für ein System hier? Ich frage mich immer noch, wo unser Kollege steckt. Ich vermute mal, dass wir gleich irgendwo die Leiche finden werden. Ach du Scheiße. Ich habe so Gänsehaut. Alter, habe ich Gänsehaut. Aber es ist richtig geil gemacht. Richtig, richtig geil gemacht. Ich lese ganz kurz. So. Ich habe das Gefühl, dass mich die ganze Zeit jemand beobachtet und ich kann das nicht abschütteln. Ich habe Probleme, mich auf mein Buch zu konzentrieren. Ich höre Schritte, die mich verfolgen. Aber wenn ich zurückschaue, sehe ich wahrscheinlich niemand. Okay, wir haben den Schlüssel für den Keller gefunden. Rennen. Ach ja, schön. Rennen. Ja, wow. Wem soll ich rennen? Ich hab so Gänse. Ah! Ah, lala. Hi. Ach, schön. Ach, schön, ja. Sowas lieb ich ja. Achso, ich muss alles normal machen. Ach ja. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Kennen wir ja schon. So. Jetzt müssen wir halt aufpassen, wo wir hinrennen. Ich glaube, die rennt uns einfach nur hinterher. Aber weil sobald wir stehen bleiben, bleibt sie auch stehen. Ich hoffe es zumindest mal. Wir haben ja gerade gesehen, was passiert, wenn wir ihr zu nahe kommen. Dass wir halt einfach sterben. Wie soll ich denn da bitte... Hä?
Frag mich gerade, wie ich. Warte mal. Bevor ich jetzt hier hinrenne, ich will erst mal gucken, wie man hier zum Keller kommt. Wir kriegen ja die Kellerschlüssel. Geht's hier zum Keller? Ach du heilige Scheiße. Ging's denn hier zum Keller, verdammt? Super. Ist ja sehr. Okay. Hier kommen wir runter. Ging's denn hier zum verfickten Keller? Hier. Hier ging es runter, okay. Alles klar. Es wird nicht einfach. Es wird nicht einfach. Hier müssen wir ran. Denn dass wir es noch ein paar Mal suchen müssen. So, dann laufe ich hier lang. Dann nicht hier rein, auf jeden Fall. Ist das eine Abkürzung? You unlocked it. Okay, hier bringt mir eigentlich gar nichts. Rumzurennen bringt es mir eigentlich gar nicht. Okay, wir müssen. Also den Raum brauche ich schon mal gar nicht betreten. Wir müssen eigentlich hier lang. Dann kann man nämlich direkt hier runter. Hier runter. Dann hier lang. Hier lang. Kommt da der Keller. Okay. Ist eigentlich nicht so sehr schwer. Muss halt nur in der Panik sich die Richtung merken, ne? Das ist halt es. Na gut, wir probieren es einfach nochmal aus. Ich sagte, ich habe keine Ahnung, wie schnell die ist. Gute ist, die kommt ja erst, wenn man rausgelaufen ist. Aber hier kommt sie ja nicht, weil hier hat man ja gar keine Chance, sich zu bewegen. Aber jetzt kommt sie. Und hier lang. Okay, da habe ich gar keine Möglichkeit, dort lang zu kommen, oder wie? Ist natürlich super. Muss ich jetzt ganz klar mal sagen. Okay. Ja, ist schade, das ist immer so ein bisschen, das tut immer so ein bisschen die Horrorstimmung kaputt machen, wenn man ständig vor irgendwas wegläuft und dann funktioniert es nicht ganz und natürlich auch nicht. Das ist immer ein bisschen blöd.
Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich sonst lang soll. Es gibt doch gar keine Möglichkeit mehr. Irgendwo groß lang zu rennen. Da komme ich gar nicht lang. Das kann ja auch nicht der richtige Weg sein. What the fuck? Wie gesagt, an sich gefällt mir das Spiel richtig, richtig gut. So von der Atmosphäre her, von der Story her. Aber das ist jetzt hier dieses, Weglaufpassage gibt, das gefällt mir jetzt wieder überhaupt gar nicht. Weil meistens brauchst du da wieder zigtausende Anläufe, bis du aber auch überhaupt weißt, wo du langlaufen musst. Das wird ja überhaupt nicht dir aufgezeigt, wo du langrennen musst. Du hast keine Möglichkeit, irgendwie. Kein Plan. Keinen Plan, wo ich hin muss. Springen kann ich ja auch nicht. Der scheiß Schrank sich dahin fliegt. Ja auch nur ein Ausgang. Same. Ist hier noch irgendwas zu sehen? So kann man sich da drin verstecken oder was? Bringt mir auch nichts. Vorausgesetzt, ich krieg die Tür auf. Ah! Okay, so ist es also. Das heißt, ich muss wahrscheinlich erst so einen komischen Code finden oder was das sein soll. Wir probieren es einfach nochmal aus. Wenn es jetzt nicht klappen sollte, werde ich es wahrscheinlich einfach offline nochmal ein bisschen probieren und mich dann melden, wenn ich unten angekommen bin. Auf jeden Fall der Basement-Schlüssel. So.
Wir haben es geschafft, oder? Okay. I need to get out here. Okay, ich muss einen Weg hier rausfinden. Also, es hat geklappt. Nach gefühlt 5000 Versuchen mal. Und ich musste zum Glück gar nicht irgendwie schneiden oder irgendwas. Okay. Also hier unten fühle ich mich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt wohler. Wieder von der anderen Seite verschlossen. Doch, ey. Nerv mich doch nicht. Na du? Ah! Na dann. Jetzt lockt. Haben wir denn noch Basement-Schlüssel? Apartment-Schlüssel? Sie müssen Schlüssel finden. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Lockt von der anderen Seite. Irgendwas drehen? Ne. Hier sind wir hergekommen, okay. Wir können natürlich hier lang gucken. Achso, hier war der Raum. Hä? Meine Fresse. Ja, natürlich. Natürlich ist da auch wieder zu. Hör, hier ist offen. Wer hätte das gedacht? Okay. So, wir lesen ganz kurz nochmal. So. Er hat immer Angst vor der Dunkelheit. Und wenn er Angst hatte, kam er zu mir. Aber jetzt verlässt er die Dunkelheit nie mehr. Welche Schlüssel soll ich denn hier finden, bitte? So. Witz, ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Sind mir schon wieder viel zu viele Gänge. Okay, so einfach ist es nicht. Jetzt, dass ich hier einfach das Schloss durchschneiden kann. Oh, hi. Ladebildschirm, wo bin ich denn jetzt gelandet, hä? In der Küche oder was? Okay. Oh, hi. Alter. Wie will man denn aus diesem scheiß Labyrinth entkommen? Kann mir das einer sagen? Sollen wir denn aus dem Labyrinth entkommen? Geht doch gar nicht. Sehr viel Inhalt. Ah, Buddha weist mir doch den Weg, oder? Liebe Butter. Ja, schön.
Ach ja, lass mich raten. Ich werde wieder verfolgt. Deutsch, so. Ich weiß, ich muss dem ein Ende setzen. Ich kann nicht hoffen, dass sie sich ändern. Ich muss akzeptieren, was mir gegeben wurde und damit weitermachen. Aber ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Ich kann nicht. Ich sehe wieder. Ah, ich hasse es. Also so Spiele, ich weiß nicht. Ich find's einfach. Ich mag sowas halt überhaupt nicht. Weißt, die Frage ist halt auch, wo muss ich jetzt wieder lang? Ich kann mir doch den scheiß Weg nicht merken. Meine Fresse, ey. Ich muss hier lang. Hier geht's ja eh wieder nicht lang. Ja, aber da kann ich ja nicht lang rennen, wo der Typ hier ist. Ach so, ich muss wahrscheinlich hier einmal rumrennen. Und dann kann ich da lang rennen. Okay, aber die Frage ist, wo soll ich dann hin? Hier lang wahrscheinlich. Hier lang. Und hier nicht lang. Hier lang wahrscheinlich. Hier ist natürlich die Tür wieder zu. Auch wieder geil. Ich schätze mal, dass es der richtige Weg ist. Ich wüsste jetzt halt nicht, wo ich noch woanders lang soll. Das war auch nicht geplant. Ach ja, schön. Na, zumindest habe ich einen Speicherpunkt. Das ist ja schon mal was. Na, immerhin. Das mies gemacht, hey. Schön. Super. Wo soll ich denn wissen, dass ich da nicht lang kann? Ohne Scheiß, woher soll ich denn wissen? Hallo. Woher soll ich denn wissen, dass ich da nicht, dass ich da lang muss? Dass ich da nicht lang kann, dass ich da nicht lang kann. Woher soll ich denn das wissen? Ich kann ja nicht hell sehen. Sag's mir. Am Arsch. Hier geht's nicht weiter.
Hier. Ah ja. Ah ja, jetzt sind wir wieder hier. Schön. Warum auch nicht? Jetzt bin ich draußen. Oder was? Mord! Glaube, ich muss wegrennen, oder? Ein Plan hier. Wir stehen da hinten. Oder war es das jetzt geplant? Ah! Ending B, Notes 4 von 6. Okay, vielen Dank fürs Spielen. Ja, was soll ich sagen, liebe Leute? Ich finde den Ansatz eigentlich richtig cool. Also Atmosphäre war cool, die Story war cool. Ich habe mich auch ein paar Mal gegruselt, aber dann diese Verfolgungsjagd, die haben das irgendwie alles so ein bisschen zunichte gemacht. Ich stehe eh nicht so ehrlich gesagt drauf. Aber ja, im Großen und Ganzen war es ein cooles Spiel. Dafür, dass es nichts kostet, dass man es testen konnte, fand ich es richtig gut, wenn ihr das ebenfalls so gesehen habt. Ja, lasst mir ein Däumchen da und ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und sagt ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.